ob RTL wohl eine Liste hat mit den härtesten Trash-Promis und die einfach mal echt alle auf der Liste eingekauft hat. Fufis Film und Fernsehen in Serie, das Sommerhaus der Stars geht wieder los und holla die Waldfee. Da hat RTL aber echt alles zusammengewürfelt, was sich gerne gegenseitig an die Gurgel geht. Georgina Fleur zum Beispiel zieht mit ihrem Freund Kubi ein. Du giltst ja schon vor dem Start als die Superzicke im Haus. Bist du da vielleicht ein bisschen missverstanden? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde eigentlich bin ich ganz, ich verstehe gar nicht, dass immer jeder sagt, ich bin irgendwie so eine Zicke oder so, dass mich alles irgendwie auf die Palme und so. Ich bin eigentlich immer, ich versuche eigentlich immer jeder Streiterei aus dem Weg zu gehen und dann werde ich angegriffen, völlig grundlos und ich fühle mich dann echt ungerecht behandelt. Wie bist du denn wirklich? Ich bin super easy, mit mir kann man super gut klarkommen, ich bin definitiv keine Zicke. Vielleicht eher eine Diva oder so, aber ich bin definitiv jetzt nicht irgendwie zickig und also auf gar keinen Fall, so bin ich nicht. Das wurde einmal tituliert und so, dann werde ich dann immer so in die Ecke gedrängt, aber das so bin ich nicht. Die Bachelors ziehen ja übrigens auch ein Herr und Frau Bachelor. André Mangold nämlich und Jennifer Lange, die letzte Rose aus der letzten Show. Bisher seid ihr beide ja das Traumpaar, aber man weiß, dass ja das Sommerhaus der Stars Beziehungskiller Nummer 1 ist. Wie wollt ihr das meistern? Also ich würde sagen, wir haben uns schon gut unter Kontrolle und wir werden da auch nicht ausfällig oder da irgendwie niemanden beleidigen, respektvoll mit den anderen umgehen. Und ich meine, das, was man uns gibt, das bekommt die Person natürlich auch irgendwo zurück und zu spüren. Aber wenn da irgendjemand drin sein sollte, der da, falsches Spiel spielt, hinterm Rücken redet, Intrigen formt, dann werden wir der Person auch ganz klar aus dem Weg gehen. Ja, also ich glaube, wir sind schon beides Personen mit einem langen Geduldsfaden, die auch sehr besonnen agieren können. Und ich mache mir keine Sorgen, dass wir da irgendwie ausfällig werden und völlig über alle Stränge ausrasten werden. Aber sicherlich wird es Situationen geben und vielleicht auch andere Personen, die in Drucksituationen anders damit umgehen. Und dann wird es spannend sein, einfach wie man da reagiert, weil du bist auf engstem Raum und kannst auch den Personen nicht immer aus dem Weg gehen. Und ich kann mir auch vorstellen, da ich eher der emotionale Teil von uns beiden bin, dass ich wahrscheinlich eher ausrasten werde, falls mal irgendwas passieren wird. Und dass André dann derjenige sein wird, der mich dann auch wieder runterholt. Andreas und Caroline Robens aus Goodbye Deutschland wohnen auch mit im RTL-Sommerhaus. Mucki-technisch macht den beiden schon mal keiner was vor. Was ist eure Taktik, um zu gewinnen? Eine Taktik. Es gibt keine Taktik. Wir haben hin und her überlegt, wichtig ist für uns, dass wir sind, wie wir sind, ohne uns zu verstellen, so wie man uns kennt. Weil alles andere wäre... Das würden die Leute merken, wenn wir uns verstellen. Sie würden es merken, es wäre auch auf Dauer viel zu anstrengend, wenn man sich die ganze Zeit verstellen müsste. Hat keinen Sinn, wir sind, wie wir sind und gucken mal, wie weit wir kommen. Genau. Habt ihr denn schon WG-Erfahrung? Also ich habe WG-Erfahrung, das ist klar. Wie ich nach Spanien kam, war ich in einer WG. Ich habe auch in Deutschland kurz in einer WG gelebt. Ich komme damit gut zurecht. Ich habe damit gar keine Erfahrung. Ich habe noch nie in einer WG gelebt. Immer nur mit meinem Partner und sonst alleine. Also das wird für mich schon eine ganz große Herausforderung, glaube ich. Ja, kann ich schon mal sagen, in der WG zu wohnen, das ist nicht so einfach. Auch dabei übrigens Annemarie Eilfeld. Sie bringt ihren Freund Tim mit. Und ich kann es gar nicht glauben, aber Annemarie, du hast angeblich noch nie eine einzige Folge vom Sommerhaus gesehen. Kann das sein? Nein, ich habe bis heute noch keine einzige komplette Folge Sommerhaus der Stars geguckt. Wir haben mal reingeguckt, um mal zu schnuppern, wie es so ist und wie die miteinander umgehen. Haben aber auch bei manchen Sachen schnell weggeschalten. Die Spiele waren natürlich sehr interessant, aber bei vielen Sachen schnell weggeschalten. Da habe ich gesagt, meine Güte, wie gehen denn manche Leute miteinander um? Was für ein Ton, was für ein Ausdruck, was für eine Wortwahl, wo wir gesagt haben, so nie. Und ich glaube, so werden wir definitiv auch nicht. Nee. Nix für ungut, aber vielleicht hättet ihr dann doch mal lieber eine ganze Folge gucken sollen. Das ist ja meistens so, das, was man jetzt selber nicht unbedingt sich anschaut, oder bei Musik ist ja auch so, was man selber jetzt nicht unbedingt sich anhört, das ist ja meistens genau das, wo man richtig gut drin ist, weil man halt unvoreingenommen ist, sich nicht so von links und rechts irgendwo beeinflussen lässt und wirklich das macht, was man für richtig hält. Und das ist in Anführungszeichen so meine Strategie, da reinzugehen, einfach zu sagen, du, ich bin unvoreingenommen, auch den anderen Kandidaten gegenüber, ich habe da auch jetzt niemanden gegoogelt,
wo es jetzt irgendwie schon hieß, ja, vielleicht könnte der und der dabei sein, weil ich möchte wirklich mir mein eigenes Bild machen und am Ende des Tages nicht da reingehen und jemanden total doof finden, nur weil ich vielleicht mal eine blöde Schlagzeile gelesen habe. Also ohne auch nur eine einzige Minute gesehen zu haben vom Sommerhaus 2020, es wird garantiert krachen. Gut ist da ja, dass die Security gleich mit einzieht. YouTuber Lou und Lisha nämlich, ihr regelt das dann, oder? Ja, also wir beide sind aus der Security-Branche, unter anderem. Deswegen haben wir auch keine Angst vor Konfrontation, vor Streitereien. Wenn es sein muss, schmeißen wir jemanden aus dem Haus, damit kennen wir uns gut aus. Aber wir hoffen, dass es nicht so weit kommt. Genau, wir sind jetzt keine Menschen, die immer handgreiflich sind oder sonst irgendwas, ne? Aber wir wissen uns halt auf jeden Fall zu wehren und unsere Meinung sagen wir auch immer, straight. Du hast jetzt Lisha schon mal als Luxusolle bezeichnet, Lou. Lisha, bist du eine Luxusolle? Nein, ich bin keine Luxusolle. Ich bin wirklich die, die 5-Euro-T-Shirts trägt. Mhm. Und er ist der, der so viel Geld für Schuhe und Klamotten raushaut, das ist nicht normal. Ich habe mehr No-Name-Klamotten als Sachen mit Namen. Und er ist wirklich der, der Unmengen an Geld für Luxusartikel ausgibt. Hervorragend. Dann ist ja das Sommerhaus gleich mal Detox. Dabei könnte vielleicht auch Diana Herold ein bisschen helfen. Sie ist die Blonde aus der Bulli-Parade und sie zieht mit ihrem Michael ein. Beide sind zertifizierte Mental Coaches. Könnt ihr euch denn davon abhalten, alle anderen Mitbewohner zu therapieren? Das wäre nämlich echt viel Arbeit. Also ich finde halt einfach, dass mein Mann da wirklich sehr gut gesaved ist, sehr zentriert ist. Ich bin halt sehr empathisch. Also ich merke halt sofort irgendwo, wenn ein Konflikt ist, eine Intrige ist. Und da muss eher ich aufpassen, dass ich mir das nicht wieder zu sehr zu Herzen nehme. Also ich weiß, die größte Challenge für mich selber werden die Menschen im Sommerhaus sein. Ja, für mich wird es eigentlich ziemlich interessant, weil ich werde definitiv keinen Menschen dort kennen. Ich schaue, wenn ich Fernsehen sehe, natürlich nur RTL. Ab und zu mal, wenn meine Frau eben guckt, die Formate guckt, die schönen Formate guckt. Aber ansonsten schaue ich eigentlich meistens Fußball und ich kenne keinen dort. Und sozusagen jeder startet bei Null bei mir und das ist doch toll, wenn man das so nie hinnehmen kann, wenn man da reingeht. Also war aber übrigens kein Quatsch. Ihr habt wirklich beide ein Diplom als Mental Coach. Erklärt das mal ein bisschen genauer. Was ist das? Also Mental Coach macht man eigentlich, also um das alles zu verstehen, Resonanz der Anziehung, Quantenphysik, ne, dass du ein Energiefeld hast, das, was du denkst, ziehst du in deinem Leben, das, was du gibst, kommt auf jeden Fall auf dich zurück. Aber das haben wir eigentlich für uns selber gemacht. Michi hat es eben ins Buch integriert, ja, aber sehr unterhaltsam, nicht immer so schwer. Und ich habe es einfach in die Lieder verpackt und auch für mein Leben, ja. Weil wenn du das Leben verstehst und die Lebensschule mal wirklich studierst für dich, dann kannst du eine Meisterschaft erringen, die wunderschön ist, weil du endlich die Verantwortung über dein Leben annimmst. Also ja. Ne, man muss nicht immer gleich in Firmen reingehen, wo die Mitarbeiter gezwungen werden, auf dieses Seminar zu gehen, sondern wenn jemand Bock hat, mit zu meditieren, ist er herzlich eingeladen, er muss aber nicht. Ja, wer weiß, also vielleicht erleben wir ja einen Trommelkreis mit allen Sommerhausbewohnern, dann wären auch Denise Capes und Sänger Henning Merten dabei. Was wird euch denn in diesem RTL-Sommerhaus am meisten nerven? Oh. Zum Beispiel, wenn die alle nicht pennen gehen, oh. Ja, und das bis nachts 1-2 Uhr laut ist, wo du einfach schlafen willst. Ja, dann, also, da dann schon nicht teilen oder eine Ego-Schiene fahren, ja. Oder nachts laut schnarchen, pupsen. Weiß ich, ich habe so viele, was mich stören würde. Also ich hoffe, dass ich da auf jeden Fall die Leute zusammenreißen. Okay, also pupsen geht gar nicht. Naja, draußen kann man schon mal einen Pups lassen, würde ich sagen. War so heimlich in der Ecke, aber so muss jetzt nicht unbedingt im Schlafzimmer sein, so meine ich das. Warum zieht ihr überhaupt ein ins Sommerhaus? Ja, wir sind selber die größten Fans gewesen, haben jedes Jahr Sommerhaus der Stars geguckt und fanden das einfach total spannend. Und ich finde, es gibt nichts Cooleres, als wenn ein Paar diese Erfahrung machen darf. Ja, das kitzelt auf jeden Fall bei uns. Auf jeden Fall. Dann lass mal jucken. Fehlt nur noch ein Paar, dann sind alle Teilnehmer komplett. Hypnotiseur Martin Bolze und Designerin Michaela ziehen auch ein. Warum macht ihr mit? Nachdem wir im letzten Jahr ja schon abgelehnt haben, beziehungsweise auch zeitlich nicht konnten, haben wir uns dieses Jahr entschieden, weil wir einfach das Abenteuer mal mitmachen wollen. Einfach mal erleben, was passiert da wirklich im Sommerhaus. Und in irgendeiner Form freuen wir uns auch drauf. In irgendeiner Form ist gut, ne? Nein, wir freuen uns natürlich darauf, Menschen kennenzulernen, auf engstem Raum miteinander zu leben, verschiedene Charaktere treffen aufeinander. Ich glaube, das wird schon eine ganz spannende Geschichte. Und was ist, wenn einer der anderen Kandidaten nicht so spurt, wie ihr euch das vorstellt?
Im Zweifel wird er hypnotisiert. Wow, ein bisschen bedrohlich klang das jetzt schon. Das Sommerhaus der Stars läuft aktuell schon bei TV Now, da könnt ihr euch die erste Folge schon anschauen. Und es startet am Mittwochabend dann auch bei RTL im Free TV.